Herzlich willkommen, hier ist die zweite Folge der Marsch. Wir werden jetzt hier schnell unser Schweinefutter ins Lager fahren, unser Lager. Und dann werden wir gleich nochmal Hopfen nehmen und das ebenfalls zum Brauerei bringen. Und dann werden wir gleich die Schweine versorgen. Beziehungsweise werden die Schweine dann sofort versorgen. Nebenbei werden wir kurz vorbereiten, dass wir den Hopfen holen können. Ne? Also Schweine gehen immer vor, bekommen Futter und dann sehen wir weiter. Ja, die BGH wird auch langsam leer. Als Silo vor allen Dingen. Naja, ein bisschen ist noch zu holen. Ne? Das will ich ja wegnehmen, komplett. Und dann kommt da wahrscheinlich zwei so eine großen Fabriken hin, also parallel. Muss ich mal schauen, wie das mit dem Kursplay, Quatsch, mit den Audrive-Kursen ist, ob ich da was verändern muss. Wahrscheinlich ja. Aber das ist mal nicht so wichtig. Das können wir auch noch im Winter. Naja, im Winter meist ungern, weil der Winter fördert man dauernd Schnee drauf, ne? Ja, mal sehen. Wenn es geht, noch heute teilweise kriegen. Teilweise. So, Futter. Und dann Hopfen. Damit die Produktion richtig in Schwung kommt. Aber alle schaffen wir sowieso nicht. Immer Stück für Stück. Ein bisschen Stroh müssen wir noch fahren. Pelletsfabrik. Wir werden da jetzt Strohpellets herstellen, aber keine Heupellets. Heupellets sind für mich, für meine Tiere vorbehalten. Also Heu ist für meine Tiere vorbehalten. So, man muss auskippen, ne? So, Schweinefutter. Und dann gleich mal hier Schweine versorgen. Der LKW passt ja nicht rein. Im Schweinestall. Beziehungsweise hätten wir nicht fahren müssen, ne? So. Jetzt will man gleich mal sehen, dass wir unsere Schweine sauber gemacht kriegen. Sonst haben wir da. Ja, Brauerei. Kühe sind ja mehr sauber. Hier auf dem Marsch. In Thüringen nicht mehr. Mal sehen, was die neue Karte sagt. Beziehungsweise die eine neue Karte nicht. Das ist ja eine veränderte Karte, kann man sagen. Es kommen ja Produktionen dazu. Und sicher in einem oder anderen Fehler auch korrigieren, wenn einer vorhanden sein sollte. Aber in so einem Großen und Ganzen ändert sich fast nichts. Nur dass halt die Produktion. Das ist auch noch vor darin. So. Bei Gelegenheit kommt dieser Stall hier weg und kommt dann drüben hin zu den anderen Tieren. Also zur anderen Fläche, anderen Beinen kommen dann auch weg. Kleinstelle. So, gleich drüben auch noch sauber machen und dann hier bei Gelegenheit den Stall hier entfernen. Bei Gelegenheit, wie gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig. Erstmal sehen, dass wir alles so geregelt kriegen, dass die Produktion läuft. Ne? Da kann man Umbau beginnen, weil zum Umbau brauchen wir auch Geld. Das haben wir zurzeit nicht so flüssig. Ne? Unsere Kulturen wachsen schön, kriegen natürlich schön Regen jetzt, dass wir mal richtig einen Schub kriegen jetzt zum Winter. Und ja, ich werde jetzt so gestalten, dass wir den nächsten, also im Winter, den Geomod austauschen. Das heißt, jetzt haben wir genau 12 Uhr mehr oder weniger fast. Die Zeit vergeht ja schnell. Also, es sind noch 3 Folgen vorgesehen. Also zum nächsten Rhythmus ist dann der Winter da mit dem neuen Geomod. Es kann auch, ist ein bisschen Risiko bei, es kann auch schief gehen. Ne? So, die müssen wir gleich Wasser geben. Die haben wir nicht gekriegt. Das machen wir gleich.
Ja, meine Kühe haben fließendes Wasser, ne? Und Schweine auch. Ansonsten muss man hier vorne was abkippen. So. Ich finde so einen kleinen zum Reinigen viel besser als die großen, ne? Und hier kann man das schön reinstellen. Passt schon so. Nur noch zurücklaufen, ne? Ja. War eben gut, ne? Freudensprünge. Na, das muss schnell gehen. Und hier über den Graben rüber. So. Gehen wir gleich vorne. Wieder Motor aus. So. Im Winter kriegen sie ein bisschen mehr. Klar, logisch, wenn kalt ist, dann brauchen wir auch mehr zu essen. Ne? Man muss auch mehr Energie aufwenden, um entsprechend warm zu bleiben. Ne? Und jetzt werden wir mal schön zum anderen Stall fahren. Dann haben wir die Tiere immer fertig. Stroh wollen wir noch haben. Stroh. Das wollen wir auch noch machen. Das werden wir gleich tun. Na, das ist Schweinefutter, kein Stroh. So, so. Schon wieder Dreck gemacht, das gibt's doch gar nicht. Du. Das sind halt Schweine, ne? So. Dann hauen wir den Rest, hauen wir entsprechend ins Lager. Und dann nehmen wir gleich Stroh auf dem Rückweg mit. Wobei. So, noch Innenansicht machen. Viel Arbeit. Ist so, bald 12. Hallo, zeig ich schnell. So, der war fast voll. Anhänger. Jetzt ist auch nur die Hälfte. Knapp die Hälfte. Na, reicht noch mal. So, ein Tag. Dann wieder zukaufen. Ja, das ist hier wieder belegt hier. So. Ist leer. Passt. Wenn wir gleich Hopfen holen. So, Deckel auf. Ja, wenn ich so sehe, brauchen wir mehr Hopfen, ne? nee. Da wird ja wieder knapp. Da kommen wir nicht lange hin. Da brüllt es nicht auf. Kommt auch nicht besser mit ohne klar. Aber ist halt so. Vielleicht ändert sich wieder. Man weiß es nicht. Muss ich mal einen Sehtest machen lassen. So. Zu. Und. Ja, ist nicht viel. Überlege schon, wer fast alle ist. Wahnsinn. Einmal fahren, zweimal fahren. Alle. Müssen wir sehen, ob wir noch Felder kaufen für Hopfen. Dass wir in der Nähe der 4 nochmal Hopfen anpflanzen. Das ist die 4, die 5,
die 6 vielleicht nochmal zukaufen oder so. Mal sehen. Also hier theoretisch. Also hier ist ja Hopfen vorgesehen. Und hier auch. Dass wir die 5 noch kaufen. Was kostet die 5? Die kostet nicht viel. Aber da könnte man zukaufen, dann hätte man hier kompletten Komplex mit Hopfen, ne? Und da so eine kahlen Stellen drin. Dürreschäden? Ich glaub's nicht. Ja, war ja trocken, ne? Jetzt wieder trocken. Ist da vorbei. Oh. Auf zur Brauerei. Hoffen wir nicht zu viel Schnee kommt im Winter, ne? Dass die Straßen unpassierbar werden. Ich bin schon müde, das ist halt 11. Wahnsinn. Ich bin alt. Urlaubsreif bin ich aber auch und dann mal sehen, ob wir da entsprechend mal ein bisschen ruhiger treten, ne? Im Urlaub. Knappe 8 Wochen. Und dann wieder anfangen, das wird schon echt schwierig. Stopp mal auch noch zu machen. Oh, naja, die rennen nicht weg. Hier ist noch ein bisschen Wald. Die Bäume müssen noch gefällt werden, bei Gelegenheit. Und wenn das geschafft ist, dann nur noch einen anderen Wald kaufen. Mal gucken, was wir schon Bier da haben. Wasser müsste genug da sein. Sollte reichen eine Weile. So. So, auf damit und auf damit. Jetzt gucken wir nach, was wir ein Bier schon da haben. Bierkästen, das ist schon mal nicht schlecht. Dann müssen wir bei Gelegenheit Malz holen. Das haben wir an Malz. Entschuldigung. Ja, auch reichlich, das ist gut. Ja, ich wusste 1000. Sollten wir erstmal Ruhe haben hier, produktionsmäßig. Das reicht sowieso nicht. Aber irgendwo am Anfang reicht das. Das heißt, dass wir 3-4 Fuhren verkaufen können. Ein Bier. Das geht schon. Ja, hier müssen wir auch noch was bauen, ne? Aber wir haben keinen Hubs gehabt, also. Und das haben wir Hubs eingesät. Und das ist auch aufgegangen. Ne? Hier ist Raps gewachsen. Normal Schnee, Quatsch, in Thüringen nicht. Aber da habe ich Soja eingepflanzt. Beziehungsweise mit bei. Jetzt ist für die Schweine nochmal Stroh. Und das sind Tiere erstmal erledigt. Fertig. Dann können wir Stroh fahren Richtung Pellasfabrik. Da auch noch was hinzukriegen für den Winter, dass sie ein bisschen was produzieren können. Wahnsinn, die Zeit wirklich wie Sau. Dann wird die beeilen. Wir hätten nur die Kurven hier gemacht. Mit einem anderen LKW wäre es gar nicht gegangen. Der fährt ja gut die Kurven lang hier. Stabil. Anhänger noch dran, ne? Hoffen wir ja, ne? So, mit dem wollten wir jetzt der Stroh fahren zur Pellasfabrik. Und wir wollten mal Stroh fahren
zu den Schweinen. Das machen wir zuerst. Aber wir können schon mal Stroh hinfahren. So. See. Ein bisschen weiter fahren wir schon noch. N. Brauche das Stroh reicht, ne? Dann haben wir ein Problem. Ich meine, gut, die Schweine gehen zur Not auch ohne, ne? Kühe auch, aber wie gesagt, Stroh ist besser für die Tiere. So, da kippen wir aus. Entschuldigung. Trockener Hals. Das kippen wir zurück. Da werden wir gleich mal sehen, dass wir da Stroh für die Schweine hinkriegen, ne? Oh. Boah, kann ich ein bisschen ausschlafen. Dann weiß man die auch um 8 Uhr sowieso wach, aber trotzdem ist das schöner als um kurz vor 4, ne? nee. Montag wieder um 4 aufstehen, also ab 3:15. Aber gut. Das macht man nicht alles, ne? So. Ich meine aber viel Stroh. Das nächste. Wir haben noch Mais, ne? Hier haben wir noch Mais. Ja, das wird nichts mehr hier. Im Wachstum. Gedüngt auch nur 66%. Ich hab doch gedüngt. Ob wir da häckseln können? Ach nee. Das werden wir im Frühjahr Hopfen einbringen und gut ist. Das ist nichts geworden mit unseren alten. Mit dem Wechsel von Geomod. So, den werden wir erstmal beiseite stellen. Schnee. Schneesymbol. So. Also 6 Tage können wir erst umstellen, wenn das entsprechend Winter ist. Aber Geomod könnte man nicht vortauschen. Aber das machen wir im Winter, das besser. Ich befürchte, dass es Probleme gibt. Start! Oh, so scheiße, wie umgelaufen. So, Zuschauer, das soll es auch heute gewesen sein. Dann sagen wir schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal da seid. Es geht weiter. Ja, wir werden dann Stroh zu den Kühen bringen und Stroh zu den, ja, zu den Heizpellets. Und ja. Und dann sehen wir weiter, ne? Tschüss.